Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir machen weiter und zwar machen wir jetzt mit einer Hauptmission weiter. Und zwar die hier, Planänderung. Also, schnelle Reise dorthin. Und dann legen wir richtig los, Alter. Und ich überlege vielleicht nochmal die Montur zu wechseln. Ich meine, schlecht aussehen tut sie jetzt nicht. Aber ein bisschen Abwechslung muss sein. Oder? Ich weiß nicht. Außerdem war die doch für die Kukri. Oder wie? Ich kann mir den Namen nicht mal merken. Hießen die so? Diese messerartigen Macheten? Messerartige Macheten. Oh Gott, und die Ladezeiten, Alter. Ich hätte sie euch ersparen sollen. Ja. Ich hätte einfach direkt schon hinreisen sollen, wo ich hin will. Aber ich wusste es einfach nicht. Als ich die Aufnahme gestartet habe. Ich wusste es einfach nicht. Jetzt weiß ich es besser. Ach, ich bin da auch. Das ist doch eine Mission für sie, oder nicht? Ja, ist es, aber ist ja auch scheißegal. Stimmt, dann können wir ja bei ihr auch mal gucken, wie die Meister-Assassinen-Montur aussieht. Das haben wir beim letzten Mal ja nicht gemacht. Spring doch einfach mal nach vorne, Mensch. Spring! Nach vorne! Spring! 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 Nein, nicht dahin! Nach links! Oh Gott, das so, Alter! Spring jetzt nach vorne! Spring nicht dorthin, wo ich es will. Naja. Die guten alten Ezio-Zeiten, weißt du? Da konntest du noch hinspringen, wo du willst. Es war oftmals deswegen verreckt, aber wenigstens hattest du mehr Freiheit, meiner Meinung nach. Oder? Was meinst du dazu? Oder? Er sagt einfach gar nichts. Er sagt nichts, er ignoriert mich. Na gut. So, Sequenz 7 Planänderung. Eine neue Entwicklung hat sich bei Evis Suche nach dem Eden-Grabtuch ergeben. Sagen Sie mir noch mal, wo wir hingehen. Ich fand einen Brief der Prinzgemahlin unter Lucy Thorns Recherchen. Mit den gleichen Insignien wie Ihr Schlüssel. Aus 1847. 1847? Im selben Jahr befahl der Prinz Umbauten am Buckingham Palace. Sie glauben, er ließ das Tuch dort verstecken? Nun, es gibt keine Karte. Des Palastes mit einem Raum namens Geheimes Gewölbe. Eure Hoheit, darf ich vorstellen? Miss Ivy Fry. Miss Fry, Maharaja Duleb Singh. Es ist mir eine Ehre. Mein Freund, die Pläne, um die Sie baten, wurden entfernt. Entfernt? Von wem? Crawford Starrick. Jedenfalls in seinem Auftrag. Ja, ich dachte mir, Sie kennen den Namen. Ich weiß, wo er ist, aber er wird streng bewacht. Der Teil dürfte kein Problem darstellen. Dachte ich mir. Ist das die Stimme von Ellen aus Two and a Half Men, der ganz schlecht versucht, einen ganz leichten indischen Akzent nachzumachen? Das hört sich nicht gut an. Wir werden einen Plan brauchen. Ich sorge dafür, dass die Wachen abgelenkt sind, während Sie einen Weg hineinsuchen. Oh, wirklich? Für Sie, Miss Ivy, tue ich das gerne. Nun, sobald ich drin bin, suche ich jemanden, der weiß, wo die Papiere sind. Und wir treffen uns im Zug. Pass auf dich auf.
Habt ihr gesehen, was der für alle die Latschen anhat? ja, Moment. Moment mal eben. Holt euch doch mal jetzt. Oh Gott. Habe ich schon mal gesagt, dass das affig ist? So. Moment. Flammender Seidenumhang. So, haben wir jetzt wahrscheinlich aufgewertet, ohne dass wir es eigentlich... Oh, die Meisterassassinen, die sieht ja nicht so geil aus, oder? Also auf den ersten Blick sieht die jetzt nicht so geil aus. Kann ich denn seine... Wie kann ich denn seine Ablenkung nutzen? Ich hab das jetzt... Komm schon. Jetzt schlag dir verdammt nochmal den Schädel ein. Ich hab's ehrlich gesagt nicht ganz gerafft, wie ich die Ablenkung einsetze. Ich würde es gerne machen. Ich wollte die Kiste eigentlich haben. Einfach nur die Kiste. Das sind keine... nicht. Okay. Kann ja natürlich auch sein. Ach, ich muss erst mit dem labern. Sag das doch. Und der Plan? Wenn Sie das Signal geben, locke ich die Wachen in einen Kampf und benutze eine Rauchbombe, um zu entkommen. Und ich werde die Verwirrung nutzen. Bereit? Aber natürlich. Ach so, okay, jetzt raff ich's. Alles klar. Kurze Einsatzbesprechung und jetzt ist es möglich. Ich weiß, dass du... Sehr nice. Okay, warte mal, den muss ich jetzt auch noch ausschalten. Zum Teufel ist das! Oh Mann, nein, ich will dich doch nicht aufheben. So, leg dich schlafen. Nein. Diese Frey ist hier!
Passt auf! Die Ah, jetzt. Okay, jetzt hätte ich das Ablenken einsetzen können. Ja, ich hab's jetzt natürlich komplett versaut. Jetzt hab ich's natürlich komplett versaut. Kurz abhauen. Ja, jetzt deshalb ich natürlich. Oh mein Gott, ich stelle mich wieder so dumm an. Ich stelle mich wieder so dämlich an, einfach. Halt dein Maul, sonst stopf ich es dir. Das ist eine Mücke, die wir totschlagen müssen. Hier ist nichts. Ich muss wohl jemand nach den Plänen fragen. Ah, das war's schon. Und ich hab's trotzdem versaut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stell mich wieder wie der letzte Affe an. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was machst du? Alter, das ist Slapstick vom Allerfeinsten hier gerade, was ich veranstalte. Du sagst, es ist keine Gnade. Oh mein Gott, Leute, ich bin so kurz davor, einfach die Mission neu zu starten. Ich stelle mich wie der letzte Assassinen-Mensch an gerade. Okay, einen Templer in der Nähe gefangen nehmen. Und wen jetzt? Muss ich den erstmal wieder entdecken, ja? Ey, sag mal. Heißt es irgendeinen jetzt? Soll ich mir einfach irgendeinen schnappen? Verstehe ich das richtig oder bin ich einfach wirklich zu blöde einfach? Ich bin einfach zu blöde. Mich regt das gerade selber auf, wie ich mich hier gerade anstelle. Ich stell mich wie der letzte Spast an. Immerhin habe ich es jetzt. Das ist einfach. Oh Gott, Leute, es tut mir so leid.
Ich wollte es doch vermeiden, dass mir die Profi-Gamer wieder schreiben, wie scheiße ich doch bin. Und trotzdem gucken sie zu. Wir haben Mr. Henry. Wir konnten ihm nicht helfen. Aber ich habe einen gebissen. Sie fuhren in einer roten Kutsche weg. Doch die kommen nicht weit. Ein Rad sah aus, als würde es jeden Moment abfallen. Sehen Sie sich die Spur an. Das eiert ganz schön rum. Ja, ihr seid ganz schön hilfreich. Ja, wie gesagt, ich wollte es vermeiden. Kannst du nichts machen. Mir werden wieder die heftigsten Pro-Gamer schreiben, wie scheiße ich doch bin. Und dass ich gar nichts kann. Und dass ich hässlich bin. Und ich werde wieder weinen. Ich werde einfach weinen. Weil ich mir das sehr zu Herzen nehme immer. Alter, was hat der gemacht hier? Der ist gefahren wie ich. Der ist mir sympathisch auf jeden Fall. Auch wenn sie Henry, den guten Henry, den Inder Henry entführt haben. Über den man übrigens auch wieder fast, was heißt fast, man erfährt überhaupt gar nichts über den. Wurde abgedrängt. Die müssen es eilig haben. Wo sind sie denn jetzt hin? Alter, wie weit sind die denn gekommen? Und Menschen überfahren sie auch. Yeah! Guck mal, wie ich uprave. Alles klar. Sehr schön. Und sie zerstören öffentliches Eigentum. Ich bin auf der richtigen Spur. Alter, jetzt hört der Spaß auf. Andere Leute abdrängen. Okay. Menschen, unschuldige Menschen überfahren. Okay, aber jetzt hier den Eigentum zerstören. Das geht zu weit. Denn wir wissen... Das Leben hat uns doch gelehrt. Eigentum, Gebäude, einfach alles, Geld und so weiter, ist alles wichtig als Menschenleben. Deswegen, also, überfahr gerne noch mehr, Leute. Aber hör doch mal auf, jetzt hier die Straßenlaternen kaputt zu machen. Da hört einfach der Spaß auf, wirklich auf. Da vergeht mir auch einfach die Laune. Ich mach mir gerne die Mühe und... Ich weiß überhaupt nichts über diese Kutsche. Aber hier passieren schon den ganzen Tag komische Dinge. Hier laufen jede Menge merkwürdige Leute herum. Alle schwer bewaffnet. Gefällt mir ganz und gar nicht. Es gibt einen Eindringling! Kann man da dran nicht in Deckung gehen? Nee, das geht nicht. Also heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ey, dieses Auto-Aiming. Alter, ich ziel doch nicht ohne Grund auf den Kopf und du gehst auf seine Scheißverkacke an. Heute ist nicht mein Tag. Außerdem sehe ich. Ich sehe auch gerade überhaupt keine hängenden Fässer bisher, muss ich ehrlich sagen.
sollen denn hier hängende Fässer sein? Ja, jetzt ist eh vorbei. Kommt alle her, das macht's mir nur leichter. Natürlich. Ja, hab ich. Woher weißt du das schon wieder? Ist einfach so dumm. Es ist einfach so dumm, aber es hat geklappt. Alles klar, geile Sache, Mann. Es ist einfach. Ey, heute ist nicht mein Tag. Man merkt es. Ich bin noch schlechter als sonst. Ja, die haben einen aus der Kutsche gezerrt. Sturzbetrunken war der. Sie brachten ihn auf den Friedhof. Vielleicht, weil er da in Ruhe seinen Rausch ausschlafen kann. Interessant. Was hat die zu reden? Oder der? Ja, ich sah, wie sie jemanden aus der Kutsche gezerrt haben, nachdem das Rad abfiel. Die sagten, er sei gestürzt. Keine Ahnung, warum sie ihn dann in die Kirche brachten, aber da gingen sie hin. Okay, gut, Leute. Wie wir den guten Henry dann befreien, machen wir dann beim nächsten Mal. Ich muss mich mal langsam jetzt hier am Riemen reißen, wa? Genauso sagt man das, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ich bin nicht Deutsch, ich bin Ausländer. Wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Gefällt wurde ja genug. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.